Gute Nachrichten aus Worms. Unser Holzlattenangreifer, unser Eritreer vom Hauptbahnhof, ist verurteilt worden zu 4 Jahren und 2 Monaten Gefängnis. Danach folgt die Abschiebung nach Eritrea. Er hat sich nicht an die Regeln gehalten. Es gibt keine positive Sozialprognose. Die Richterin Karen Brandt in diesem Verfahren am Amtsgericht Worms hat hier wirklich ein Urteil nach Lehrbuch gesprochen. Sie ist der Staatsanwaltschaft gefolgt. Sie haben hier wirklich ein Urteil im Namen des Volkes gesprochen. Eine Gefahr weniger für die Straßen von Worms, auch wenn täglich neue dazukommen. Und das Spannende an der Sache, es wurde noch gar nicht der Fall des Angriffs, den ihr alle kennt, mit der Holzlatte auf die Autos verhandelt. Das wird in einem späteren Verfahren folgen. Es sind heute, beziehungsweise gestern war das Verfahren und der Urteilsspruch, Dutzende andere Straftaten, die ihm zu Last gelegt werden, hier verhandelt worden und zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 2 Monaten verhängt worden. Es geht hier um Abdus Salem. Ihr werdet ihn kennen, Abdus Salem, derjenige, der am Wormser Bahnhof so stark randaliert hat, dass er von Bilal, unserem Passanten aus der Bahnhofskneipe, aus dem 24-7 am Wormser Bahnhof, entwaffnet werden musste vor den Augen der Wormser Polizei, die sich erstmal hat ihren Streifenwagen demolieren lassen, anstatt sich hier anders dazu verhalten. Das Video, ihr findet es auf dem Kanal. Ich gebe es euch auch unten nochmal in die Beschreibung mit rein. Sascha! Sascha! Wirklich phänomenal. Abdus Salem ist seit 2014 in Deutschland. Er hat am Anfang auch einen Flüchtlingsstatus bekommen. Inzwischen ist das etwas unklar, aber dem widmen wir uns später. Das war auch Teil des Gerichtsprozesses. Er ist über die Mittelmeerroute, über Libyen, zuerst nach Italien gekommen und dann nach Deutschland, hat sich hier allerdings nie darum bemüht, aus den Sozialleistungen herauszukommen. Er hat keinen Deutschkurs absolviert, spricht auch fast kein Wort Deutsch. Er hat auch keine Ausbildung gesucht, keine Arbeit sich gesucht. Er ist von Flüchtlingsunterkunft zu Flüchtlingsunterkunft weitergezogen und so ist er hier das Paradebeispiel. Er wohnt seit 2014 in Flüchtlingsunterkünften. Er hat noch nie woanders gewohnt in diesem Land. Das ist so einer der Fälle, den Frau Faeser vermutlich letztens meinte, aber er ist hier selbst dran schuld. Das hat die Richterin im Verfahren nochmal deutlich gemacht. Jeder Mensch ist für seine Taten selbst verantwortlich. Es ging auch viel um seine Unterkunft in Worms. Ihr werdet sie kennen, wenn ihr Wormser seid. Er wohnt auf dem Salamandergelände in unseren schönen Containern, die dort stehen. Bald kommen sie weg, dann wird die Feuerwehr dort gebaut. Dann müssen sie sowieso alle umziehen. Dort gibt es immer wieder Übergriffe, Vorfälle mit der Polizei. So viele, dass der Polizeibeamte vor der Richterin aussagen musste, er kann sich gar nicht mehr an die Gesamtzahl der Polizeieinsätze erinnern. So viele sind es in dieser Unterkunft gewesen. Und Abdus Salem war meistens mit dabei. Er war sozusagen Störer Nummer 1. Es wurden jetzt hier verhandelt auch Straftaten, die er in Schwetzingen begangen hat, wo er zuerst untergebracht war, und zahlreiche Delikte aus Worms, darunter Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, räuberischer Diebstahl, Diebstahl, Sachbeschädigung und so weiter und so fort. Es sind so viele Sachen gewesen, dass die Staatsanwaltschaften hier, beziehungsweise der Staatsanwalt, alles zusammengefasst hat, was man irgendwie zusammenfassen konnte. Und er hat 4 Jahre und 2 Monate Gefängnis gefordert. Dem ist die Richterin anstandslos gefolgt und sie hat nochmal deutlich gemacht, es gibt absolut keine Anzeichen dafür, dass ich Abdus Salem in Zukunft an Recht und Gesetz halte. Er hat keinerlei Reue gezeigt, er hat überhaupt keine Regung im Gerichtssaal gemacht. Ihm ist das alles gleichgültig, ihm ist das völlig egal sozusagen. Dabei muss man sagen, er hat nach eigenen Angaben in seinem Heimatland die Schule bis zur 7. Klasse besucht, war dann ein paar Jahre arbeiten in dem Geschäft seines Vaters und hat dann 2 Jahre Militärdienst abgeleistet, bevor er nach Deutschland gekommen ist. Und da sind wir wieder bei dem Problem, es gibt da Leute, von denen wissen wir so gut wie gar nichts, wenn sie kommen. Jetzt wollte die Richterin am Wormser Amtsgericht Karen Brandt mit ihren Schöffen auch noch die Frage klären, wie es um den Aufenthaltsstatus von Abdus Salem steht. Und da gibt es jetzt dann die ein oder andere Ungereimtheit, denn der Auszug aus dem Ausländerzentralregister vom Mai letzten Jahres, von 2023,
bestätigt nur, dass er erstmals im September 2014 deutschen Boden betreten hat. Er ist registriert worden, hat damals einen Flüchtlingsstatus erhalten, ist aber nie als Asylbewerber offiziell anerkannt worden. Die letzte Eintragung besagt, dass er eine Aufenthaltsduldung gehabt hatte, befristet bis zum 7. Dezember 2021. Nach diesen Unterlagen stellte hier die Richterin fest, müsste er schon 3 Jahre illegal im Land sein. Sie betonte aber, dass sie das ohne eine Rückfrage zum BAMF nicht abschließend klären konnte in dem Prozess. Die Frage ist hier allerdings dennoch offen. Er wurde nur geduldet und dann haben die Behörden einfach wieder weggeschaut. Es wollte niemand wissen, was mit ihm passiert. Jetzt ist es so, in Deutschland ist die Bewährung ab 2 Jahren Gesamtstrafe sowieso gesetzlich nicht mehr möglich. Also mussten sie ihn hier sowieso ins Gefängnis stecken. Dazu kommt vorher noch, er hatte bereits 4 Vorstrafen. Die Gesamtstrafe war zu hoch. Es gibt eine negative Sozialprognose. Dann ist der Aufenthaltsstatus sowieso im Moment ungeklärt. Und diese Strafe von mehr als 3 Jahren hat zur Folge, dass er nach Verbüßen seiner Strafe abgeschoben werden muss. Das sieht das Ausländergesetz so vor. Kann er wollen, kann er nicht wollen, können die Grünen sich auf den Kopf stellen. Solange es keine Abschiebehindernisse gibt, die sie immer wieder konstruieren, wird Abdusalem, wenn er denn 2028 das Gefängnis wieder verlassen darf, ich denke da an die JVA Frankenthal oder an die JVA Schifferstadt, je nachdem, wo sie gerade Platz haben. Aber ich denke nicht, dass er in die Jugendarrestanstalt kommt in Worms. Er ist ja hier schon über 40, ne? Da kommt er gar nicht hin. Wir werden es bald erfahren. Er sitzt auch schon seit einiger Zeit in Untersuchungshaft und er hat kein Wort in der Gerichtsverhandlung verloren. Er hatte auch nur einen Pflichtverteidiger. Den Namen brauche ich jetzt euch nicht nennen. Der hat halt Bewährung gefordert. Was soll er sonst machen? Aber es ist hier wirklich phänomenal, dieses Urteil, dass die Wormser hier endlich mal von dem Wormser Amtsgericht, was wirklich einen schlechten Ruf hat, mal so ein Urteil bekommen. Der Mann, der seit 10 Jahren alle terrorisiert, er ist jetzt für 4 Jahre weg von der Straße und danach wird er dieses Land verlassen müssen. Denn er hat alles, was er hätte tun können, nicht getan und hat immer nur die falschen Dinge getan. Irgendwann ist Schluss mit der Gastfreundschaft. Irgendwann ist auch Schluss mit Leuten, die hier nur geduldet werden, die offiziell keinen Anspruch auf einen Aufenthaltstitel haben, können sich die Linken und Grünen wieder aufregen und sagen, Hass und Hetze, muss man nochmal sagen, Hass und Hetze sind nicht verboten. Es gibt strafbare Inhalte im Netz und da hätte auch Herr Robert Habeck einfach an diese Meldestelle seine ganzen Kommentare schicken können, anstatt die Steuergelder des Ministeriums hier zu verwenden. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Wie siehst du das hier? Endlich mal geht Worms voran und bringt nach vorne, was wir alle wissen, die Leute, sie gehören ins Gefängnis gesteckt, vor allem, wenn sie eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen. Die Staatsanwaltschaft hat hier prognostiziert, es gibt eine hohe Rückfallgeschwindigkeit, es wird zu weiteren Angriffen kommen und es besteht eine Gefahr für die Allgemeinheit. Das ist Teil des Gerichtsprozesses gewesen und da kann man nur mal applaudieren, dass die Wormser hier wirklich anscheinend noch eine Richterin sogar haben am Amtsgericht, die hier wirklich ein Urteil im Namen des Volkes sprechen kann, was eine Schande ist für die Stadt, müsst ihr euch mal alle vorstellen. Dieses wichtige Urteil über diesen wichtigen, krassen Vorfall in dieser Stadt gibt es nur als Bezahlartikel von der Wormser Zeitung. Natürlich habe ich Ihnen jetzt das Geld dafür in den Rachen geworfen, damit ich euch dieses Video mit allen Informationen anfertigen kann. Aber solch wichtige Nachrichten über die Kategorie Blaulicht, Polizei und Justiz den Bürgern vorzuenthalten, ist wirklich eine Frechheit. Es ist unfassbar, was sie mit der Wormser Zeitung überhaupt veranstaltet haben. Die wichtigen Informationen gibt es nur gegen Geld und die unwichtigen wollen sie für umsonst rausmachen. Es gibt auch einen Informationsanspruch der Zeitung gegenüber der Bevölkerung. Das muss man wirklich mal konstatieren. Ja? Es gibt ja auch die Zeitung, die an der Wormser Zeitung im Schaukasten aushängt, wo jeder vorbeigehen kann, kann das lesen. Und hier diese wichtige Nachricht, die jeden Wormser wirklich interessieren muss, dass Abdusalem hier endlich weg ist von den Straßen. Ihr müsst also Ausschau halten nach einem anderen Holzlattenrandalierer, wenn wieder Party ist am 24/7 am Wormser Bahnhof und Bilal wieder dazwischen gehen muss. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Bist du Wormser? Ich weiß, hier schauen einige zu. Der Kanal kommt ja auch ursprünglich aus Worms. Abonniere ihn, wenn du es noch nicht getan hast. Abonniere auch X und Telegram, dann verpasst du keines meiner Videos. YouTube hat das manchmal nicht so genau mit den Benachrichtigungen. Und außerdem gibt es hier auch Ausschnitte,
die ich euch nicht zeigen darf, die findet ihr dann in Telegram. Und damit sage ich ciao, bis bald.